Wir wollen der Frage auf den Grund gehen, ob es in diesem Gebiet im Irak vor Tausenden von Jahren wirklich einen Meteoreinschlag mit der Kraft von 9400 Hiroshima-Bomben gab. Jo Seifert hat eine alte sumerische Tontafel neu übersetzt und er glaubt, dass darin von diesem Ereignis berichtet wird. Später wollen wir einen ersten Blick auf Strukturen werfen, die davon wenige Kilometer entfernt liegen und die eventuell auf die verschollene Stadt Akkad hinweisen. Jos neuer Übersetzung zufolge stand vor tausenden von Jahren ein sumerischer Astronom auf einem 90 bis 100 Meter hohen Turm. Der Astronom beobachtete den klaren Nachthimmel und er sah einen vierschwänzigen Kometen. Der Astronom nahm eine runde Scheibe aus ungebranntem Lehm und teilte diese in 8 Segmente auf, zufälligerweise in etwa wie eine moderne Festplatte. Dann verzeichnete er auf jedem Segment in logischer Abfolge die Flugbahn seines Kometen. Er beobachtete und protokollierte dessen Flugbahn vom Sternbild des Triangulums bei Andromeda über das Siebengestirn der Plejaden, durch Aldebaran, entlang dem Dreigestirn des Orion bis zum endgültigen Einschlagspunkt. Der Astronom protokollierte das Aufleuchten des Himmels und den Aufstieg glühender Aschewolken zum Zeitpunkt des Aufpralls. Danach war alles anders. Die Hochkultur des akkadischen Imperiums wurde als Folge dieser Kollision schlagartig ausgelöscht. Wir wollen die These überprüfen, dass die Tontafel K8538 ein Zeugnis dieser Ereignisse ist. Auf Satellitenbildern und einer Gravitationskarte habe ich jetzt Satellitenbildanomalien gefunden, die auf einen Kometenimpact im Irak hindeuten. Das ehemalige irakische Marschland wurde nun trockengelegt. So konnte Joe, der Übersetzer der Tontafel, auf Google Maps die Umrisse einer bisher unbekannten Struktur entdecken. Die Umrisse von Akkad, nach Joes Zeichnung, werden hier mit Satellitenbildern der Jahre 1977 bis 2018 verglichen. Weil Akkad zwischen Euphrat und Tigris und am Persischen Golf lag, vermutet er, dass es auch Akkad ist. Dessen schlagartiges Verschwinden wird durch einen Meteoreinschlag hinreichend erklärt. Das erste Ziel der Irak-Expedition Katastrophe in Eden muss es daher sein, zu klären, ob wirklich ein Meteoreinschlag im Irak erfolgte. Dies soll durch die Verwirklichung der Feldarbeit nach der Umal-Bini-Meteorkrater-Theorie von Walday und Masters aus dem Jahre 2004 geschehen. Wir möchten in den Irak reisen, um dort Nahaufnahmen zu machen und Gesteinsproben zu nehmen, um Klarheit zu gewinnen. Wir bitten um eure Unterstützung.